Ganz vergessen, meine Wäsche aufzuhängen, Leute. Warum sagt ihr denn nichts? Jetzt riecht das bestimmt. Mann, oh. Haben wir den Wäschekorb hier? Nee. Dann nur den einen noch. Na gut. Dann nehmen wir den eben mal. Ich habe das total vergessen, Leute. Scheiße. Ich riech das jetzt nicht. Nee, nicht gut. Okay. Mal gucken, dass alles schnell trocken kriege, inshallah. Aber ich habe eigentlich ja noch Klamotten, so ist ja nicht. So. Gut. Das mal mit. Das mache ich zu. Und den Wäschekorb, hatten wir den eigentlich hier aufgestellt, sag mal? I don't know. Hä? Der ist wieder weg, der Wäschekorb. Was steht der hier? Nö. Hä? Wo haben die denn den Wäschekorb hin? Den Wäscheständer hin? Hier vielleicht? Nee. Allah, hä? Gestern stand der hier. Den haben die aber weggetan. Hä? Was ist der denn hin? Menno. Ohne Wäscheständer kann ich aber nicht aufhängen. Ist der hier irgendwo? Nee. Oh Mama. Ist der denn hin? Hier? Nee. Das ist aber sehr eigenartig. Kann ich weg sein? Ja, die haben jetzt einen Platz geschaffen, die vorgestern, weil so viele Leute hier waren. Ich weiß schon, aber wo ist der denn hin? Hab ich nicht richtig geguckt? Doch, hier ist er nicht. Haben den vielleicht auf den Balkon gestellt? War ein Janets Zimmer. Jetzt muss ich aber erstmal hier ein bisschen die Spielsachen wegnehmen, weil sonst. Ich weiß nicht, wie gut das hier eigentlich alles. Pyjama, die tue ich mal eben hier rein. So. Genau. Und dann die Spielsachen alle mal einsammeln. Dann kann ich hier aufhängen, beziehungsweise den Spülstab ich auch mal drüber. So. Das war ja mein Tuch aus. Aber nee, das habe ich ja letztes Jahr geholt. Und hier mein Umhang, den ich geschenkt bekommen habe. Dankeschön. Den hänge ich nämlich jetzt hier mal hin an die Tür. Ich liebe sowas, ja, wirklich. Das gibt es auch für Männer, aber der ist tatsächlich jetzt für Frauen. Echte Seide. So. Habe ich das gewaschen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Egal. Meine ganzen Pullis. Habe ich jetzt mal mitgebracht, weil. Ja. Was soll das da im Dorf rumliegen? Ich bin ja doch oft hier jetzt auch in Schaulach, dass ich dann kann ich das immer mal anziehen, wenn ich friere. So. Nicht so gut geschleudert. Ich hätte das nochmal nachschleudern müssen, leider. Naja. Ja, die hat schon ein bisschen angefangen zu befüllen, leider. Die Hose. Das geht. Hätte ich nochmal schleudern müssen. Shit. Naja, egal.
Den hatte ich ja in Alanya letztes Jahr gekauft. Der ist zum Glück relativ groß, der wird mir passen. Aber die Hose passt mir nicht mehr. Ich hatte ja auch eine weiße Hose gekauft, die passt schon, aber ist sehr eng, ne? Also meine Hüften passen da fast gar nicht rein. Inshallah, nehmen wir wieder ab. Kommt, wird schon. Oh, wie ist denn den an? Ich muss, bin zu fett. Ich muss abnehmen. Passen meine ganzen Sachen nicht mehr. Kauf doch jetzt nicht extra neue Sachen, weil ich so dick geworden bin. Naja, ich habe ja auch noch genug, aber es ist halt auch nicht für meine Knochen gesund. So. Bei uns in Alanya ist kein so schönes Wetter. Also ich habe eben mal geguckt bei den Hunden. Das scheint bewölkt zu sein tatsächlich. Also das ist ja dann auch nicht so schön, ne? Bewölktes Wetter ist immer nicht schön in Alanya. Naja, es ist, wie es ist. Meine Strümpfe, mein Band. Ich habe die eine Socke ja nicht mitgewaschen, leider. Jetzt liegt das hier. So. Gut. Kann mal hier bleiben. Dann können wir mal die anderen Kleider einmal holen. Dann kann ich die hier auch überall an die Türen hängen, damit das trocknet. Weil sonst trocknet das leider nicht. So. Die werde ich auch mal mit dahin hängen. Das Kleid hier vielleicht an die Tür und die beiden oder die drei Socken hier mit hin. Strumpfhosen. So. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass ich die anziehen werde. Ich denke mal, ich werde einfach. Ja, normale Hose oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch gar nichts. Ich glaube, ich habe bei der Hochzeit von Jimmy nichts drunter gehabt. Zum Beispiel, ich war ja auch richtig warm, ne? Ja, das nehme ich jetzt auch noch einmal weg. Das ist aber auch, ja, das trocknet schnell bestimmt. Das kann ich mal hier in den Schrank hängen vielleicht. So. Und das Kleid an die Wohnzimmertür eventuell. Ich weiß hin oder schon. Nee. Aber ich muss trotzdem den ganzen Fuß. Egal. So. Dann kann ich das zumachen. Dann ist es auch aus dem Badezimmer raus. Und trocknet vielleicht dann schon noch. Gut, das sind mal. Die Wohnzimmertür vielleicht. Dann kann das trocknen. So. Kann auch. Also es scheint gut alles überstanden zu haben. Schon schickisch. Ich habe ja auch richtig vorsichtig gewaschen. Ne? Genau. Gut. Dann können wir weiter im Text sein hier. Alles aufgehängt. Hier mache ich nachher sauber. Allah ist. Und jetzt wollte ich mir mit euch zusammen einmal diesen Eukalyptus-Tee machen. Das machen wir mal eben. So. Also, dann kochen wir nochmal wieder Wasser. Das lasse ich nochmal hier stehen. Das muss ich auch unbedingt entkalken. Muss ich auch nochmal. Ich hoffe, aber erstmal koche ich nochmal Tee. Es ist so 1 Uhr und richtig dunkel, ne? Also schönes Wetter ist anders. Ich kann tatsächlich aber noch mal ein bisschen lüften. Nee, das ist noch nicht mal 1 Uhr. Das ist nicht mal 12:30, glaube ich. Irgendwie 12, 11:45, 12:30, doch. 12:30 wird es sein. Ja, schön geht anders.
Müll, dass ich gleich schon halt einmal runterbringe. Dann mache ich sie mir extra, wenn sie kommt. So, und wir gehen jetzt mal hier an den Tee. Das ist ja reines Eukalyptus aus der Türkei. Aus Istanbul haben wir das mitgebracht. Richtig teuer gewesen. Haben sie erzählt. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich dosieren soll tatsächlich. Aber das muss man ausprobieren. Sie hat, glaube ich, einen kleinen Teelöffel genommen für so eine Blasgröße. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Muss ich mal testen. Ich werde jetzt mal erstmal wenig machen. Nee, das ist zu schwach. Noch ein bisschen. Das ist schon gut, aber noch zu schwach. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. Ich nehme ein bisschen mehr rein. Man kann auch Zucker reintun. Honig, Zitrone, alles möglich. Ich könnte Honig reinmachen. Wir haben gestern Zucker reingemacht. Oh ja, das ist jetzt wieder richtig gut. Oh ja, mal schauen. Immer ein bisschen Honig rein. Oh, dieses Zeug, ne? Das geht hier bis durch die Lunge durch. Du trinkst das und es geht bis in die Lunge runter und merkst richtig, wie das säubert. Wirklich richtig, richtig intensiv. Ein bisschen vielleicht. Aber ich erinnere mich nicht, dass ich dieses Pulver jemals gesehen hätte irgendwo. Vielleicht auf den Märkten. Sie sagte, das gibt es auf jedem Bazar. Sie hat das aber tatsächlich von einem Händler geholt in Istanbul. Ja, keine Ahnung. So. Sehr schön. Umrühren jetzt. Ja. Richtig gut. Du merkst richtig, wie das den Hals säubert. Ne, das geht so ein bisschen so brennend runter. Und dann merkst du das richtig auf der Lunge. Mein Gott. Ja.